Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen heute und in nächster Zeit dieses Spiel hier oder so ähnlich. Ja, nee. New Super Mario Bros. U ist es de facto eigentlich nicht, denn das Spiel haben wir wirklich zur Genüge mittlerweile auf meinem Kanal gesehen. Wir haben den Story-Modus zu 100% abgeschlossen. Wir haben alle 67 Singleplayer-Herausforderungen mit Gold abgeschlossen. Wir sind eigentlich ein New Super Mario Bros. König, könnte man so sagen. Nun geht es aber um eine gänzlich neue Herausforderung, die uns bevorsteht und die seit heute als Download-Titel erhältlich ist. Ihr seht es jetzt hier oben links in der Ecke schon. Hier hat sich was verändert. Denn wir können jetzt nicht nur New Super Mario Bros. U spielen, sondern auch New Super Luigi U starten. Ein Add-on, das für New Super Mario Bros. U just am heutigen Tage, dem 20. Juni 2013, herausgekommen ist. Es ist für 19,99 €, wie gesagt, als Download-Titel erhältlich. Grundvoraussetzung dafür ist allerdings aber, dass ihr auch wirklich New Super Mario Bros. U besitzt. Egal, ob nur in digitaler Form, auf der Festplatte der Wii U oder eben als normale Disc-Version. Ihr braucht jedenfalls das Spiel, ansonsten könnt ihr das hier nicht herunterladen und nicht starten. Anders sieht es aus mit mit der Disc-Version von New Super Luigi U, die jetzt nächste Woche rauskommen soll. Ich weiß gar nicht, wann die rauskommen soll. Ich habe mal gehört, dass es eine Woche später rauskommt oder so. Ja, dann ist die jedenfalls auch im Handel frei erhältlich und oder frei verfügbar oder was auch immer. Dann wahrscheinlich auch für 20-30 €, je nachdem, keine Ahnung wie viel. Und die kann man sich dann auch kaufen. Und die würde dann auch ohne New Super Mario Bros. U funktionieren. Wer es halt braucht, keine Ahnung. Wird auch noch limitierte Version sein im Handel. Also für Sammler oder so vielleicht ganz interessant, da dann zuzuschlagen. Soll uns jetzt für den Moment aber gar nicht so großartig interessieren. Stattdessen sehen wir hier, dass der Hering schon mal geguckt bzw. ausprobiert hat. Aber das möchten wir natürlich ganz kurz löschen. Und stattdessen eine gänzlich neue Datei anfangen und dann einfach mal gucken, was New Super Luigi U so zu bieten hat. Wir benutzen natürlich das Wii U Gamepad, denn das eignet sich wunderbar, um Mario-Spiele zu spielen. Zumindest hatte ich bei New Super Mario Bros. U nie... New Super Mario Bros. U nie Probleme damit. So, sieht altbekannt aus. Peach, Luigi, die beiden Toads sitzen am Tisch und mümmeln Kuchen und Mario ist nicht da. Ja, seine Mütze ist anwesend, immerhin. Keine Ahnung, was der dicke Klempner die ganze Zeit gerade macht. Wahrscheinlich rettet er gerade Prinzessin Daisy im Sarasaraland oder irgendwie, oder Sarasaland. Ich komme nicht mehr drauf. Super Mario Land 1 jedenfalls. Egal, wir wissen ja gar nicht, wie wir das zeitlich einordnen können, oder? So richtig wissen wir das eigentlich nicht. Was soll's? So, Luigi und die beiden Toads wurden jedenfalls von Bowser im hohen Bogen aus dem Schloss befördert. Kleine dicke Yoshis sitzen überall in der Gegend rum. Und schöne, bunte Eichelpilze kullern durch die Lüfte. Das ist ja unheimlich interessant. So, und Luigi und die beiden Toads machen sich auf den Weg, um die Prinzessin zu retten. Und sie haben einen neuen Verbündeten. Warum auch immer er sich ihnen anschließt, mir erschließt sich das nicht wirklich. Es ist nämlich Mopsy, den man als zweiter Spieler oder als dritter Spieler oder als vierter Spieler ebenfalls steuern könnte. Und auf Mopsy müssen wir aber verzichten in diesem Let's Play, weil ich spiele halt nur alleine. Und das bedeutet, dass ich dann auch nur mit Luigi spielen darf. Ja, es ist das Jahr des Luigi. Mein Gott, Nintendo fand es irgendwie lustig, Luigi ein eigenes Abenteuer zu spendieren. Und das ist nur dabei rausgekommen, ein Add-on für New Super Mario Bros. U. Und dann können wir jetzt eigentlich direkt auch schon loslegen im Eichenhain. Wie geht das jetzt alles? Oder beziehungsweise, was ist jetzt der Gag dahinter? Wenn wir uns nämlich mal die Karte und so weiter angucken, dann sehen wir, Moment, das kommt uns alles ziemlich bekannt vor. Das ist ja derselbe Kram wie immer. Sprich, dieselben Welten und blub und bli und bla und das sieht alles irgendwie reichlich identisch aus. Und wofür habe ich jetzt gerade 20 € hier ausgegeben, könnte man sich fragen. Nun, ganz einfach. All diese Level, die jetzt hier auf der Weltkarte zu finden sind, die sind quasi gesehen neu designt. Sprich, hinter den Levelbezeichnung. Ich weiß gar nicht, ob in New Super Mario Bros. U Eichenhain 1 auch Willkommen bei den Feisthörnchen heißt. Ich habe keinen Schimmer. Ich glaube nicht, aber ich kann es jetzt nicht beschwören, offen gesagt. Jedenfalls, wenn wir da jetzt reingehen,
dann stellen wir fest, dass diese Level, dass dieser Level nicht mehr, ja, gar so aussieht, wie wir ihn in Erinnerung haben oder hatten. Stattdessen sieht er jetzt ein bisschen anders aus. So, Neuerung. Was fällt uns alles auf? Zunächst einmal, wir spielen Luigi, klar. Luigi steuert sich anders, das müsst ihr mir jetzt an der Stelle einfach mal glauben. Ich glaube, so ein bisschen merkt man es aber wahrscheinlich auch. Ich kann höher springen. Ich kann, ja, was kann ich noch? Ich kann, ja, Luigi rutscht irgendwie auf eine seltsame Art und Weise komisch in der Gegend herum. Warum sind hier Röhren? Sind die Röhren irgendwie wichtig oder nicht oder doch? Ich habe nur ganz kurz vorhin in diesen Level hier reingeschaut. Ich weiß quasi gesehen ansonsten nichts drüber. Ich bin so weit gekommen bis zu dieser Münze und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich bin nämlich abgestürzt an just dieser Stelle und das war irgendwie doof. Lalalala. Also damals war es doof. Jetzt, wie ich es gerade gemacht habe, war es total richtig. Deswegen bin ich absolut glücklich, froh und zufrieden mit mir und der Welt. Das war dumm. Das war gut. Das bedeutet, dass ich... Was? Dass ich bitte da oben rankomme? Schnu, schnu, schnu. Giovanni, was? Moment. Nee. So jetzt nicht, ne? Das kann ich jetzt so nicht gelten lassen. Nein. Ich will doch alles. Das ist doch scheiße. Moment. Ich krieg das hin. Ja, und geschafft. Ich will nichts hören. Ich habe den Level beim ersten Mal direkt beendet und ich habe alle 3 Sternmünzen eingesammelt. Ja, das erwartet uns jetzt jedenfalls hier. Wieder kunterbunte Level, kurze Level. Jedes Level hat die Zeitbeschränkung von 100 Sekunden. Offenkundig scheint es ja so zu sein, dass wir Schieferbergwerk, dass wir keine Uhren oder dergleichen irgendwie einsammeln können. Sprich, die Zeit können wir nicht wirklich verlängern. Und ja, das wird sicherlich bei den späteren Leveln das ein oder andere Mal richtig, richtig böse, knapp und eng werden. Könnte ich mir vorstellen, wenn man wirklich alles haben will. Das zum einen und zum anderen... Wow. Und zum anderen... Das war sowieso schon die zweite, davon mal abgesehen. Wow, okay. Und zum anderen werden die Level ja auch nicht leichter. Gut. Ich dachte eigentlich, dass ich ein bisschen in Übung wäre. Oh, cool. Hier ist ein Pilz eigentlich drin. Ich dachte eigentlich, dass ich in Übung wäre. Warum dachte ich das? Warum habe ich gerade das Gefühl, dass ich da was ausgelassen habe? Irgendwie, das kam mir gerade ein bisschen komisch vor. Das hier oben kommt mir nicht komisch vor. Warum kam mir das jetzt komisch vor? Ganz einfach, weil ich da gedacht habe, dass ich da was gesehen hätte. Man hat aber auch wirklich, allein schon aufgrund dieses Zeitlimits, man hat sich nicht wirklich die Muße oder man hat nicht wirklich das Gefühl, dass man sich hier großartig umgucken könnte. So, jetzt komme ich hier nur so ran, indem ich den Cooper-Panzer da jetzt einfach mal... Achso, so sammelt auch die Münze für mich ein, natürlich. Das macht Sinn. So, blups, blups, blups. Man hat nicht wirklich das Gefühl, dass man sich umgucken könnte. Nö. Man fühlt sich ein bisschen unter Druck. Wow, wow, wow. Und ich kann nicht unter Druck arbeiten. Das funktioniert einfach nicht. Schnu, schnu. Oh Gott. Wohin jetzt? Hier nicht, da nicht, dort nicht, hierhin. Ich habe schon die Hälfte ausgelassen, oder? Hier ist noch eine Röhre. Wofür ist diese Röhre und warum führt die hier nach unten? Das ist ein anderer Ausgang. Ich hätte irgendwo noch reingehen können oder so. Ach Gott, ist ja lustig. Das ist ja quasi gesehen irgendwie niedlich. Gut, okay. Ich würde sagen, wir machen das jetzt erstmal weiter. Und beenden erstmal die erste Welt. Ob die Geheimausgänge... Die Geheimausgänge werden auch genauso verteilt sein. Gibt es überhaupt Geheimausgänge? Oder ob sie... Na gut, bei 100 Sekunden leveln... Weil theoretisch hätte ja in der Welt schon ein Geheimausgang sein müssen, damit ich irgendwie dort rechts über den Teich kann. Aber... Ja, Bowser dekoriert um. Das ist hübsch. Ob Mario gerade auf dem Klo war oder so? Und deswegen nur seine Mütze da beim Tisch lag? Ich weiß ja nicht genau. Irgendwie... Vielleicht irrt er jetzt die ganze Zeit so durch das Schloss herum. Luigi! 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 Irgendwas in der Art, keine Ahnung. Könnte ich mir gut vorstellen. Wäre eine super Idee für ein Spin-off zu Luigi's Mansion oder so.
Ach ja, jetzt kannst du dir zwei Blöcke aussuchen. Das müsste der und das müsste... Na, dann müsste der hier sein. Stern ist eigentlich eine coole Idee. Gerade bei so kurzen Leveln. Logisch, man aktiviert den Stern und dann, wenn die Sternpower vorbei ist, dann hat man die Hälfte des Levels schon geschafft. So oder so ähnlich stelle ich mir das zumindest vor. Naja. Mit B wird das Inventar aufgerufen, das wissen wir. Wir haben schon mal so ein Spiel hier gespielt. Abgebrannt im Ritzelturm. Die Bezeichnungen haben sich leicht geändert, oder? Ja, haben sie. Abgebrannt im Ritzelturm. Ja! Wow! Man sollte gewissermaßen vielleicht auf seine Sprünge ein bisschen achten. Ich bin auch gerade ein bisschen konfus oder verwirrt oder, ja. Könnte schöner sein, ne? So der Feierabend an sich, weiß ich nicht. Irgendwie habe ich gerade kurz, just vor der Aufnahme, seltsame Gedankenspielereien gehabt zu Dingen, die mich aktuell beschäftigen und das erschwert mir gerade das Let's Playen. Aber eigentlich hatte ich jetzt trotzdem Bock zu Let's Playen, eben gerade um mich ein bisschen abzulenken. Schnu. Na toll, okay. Das ist echt... Wow. Ich bin, verblüfft. Ich meine... Ja. Es wird doch keine Mittelfahren oder sowas geben. Das lohnt sich ja nicht bei 100 Sekunden Leveln. Ach, das wird noch schön. Ich meine, wir haben jetzt schon so viel... quasi gesehen mit diesem Spiel, so viel Zeit mit diesem Spiel verbracht. New Super Mario Bros. U. Wir kennen es, wir lieben es, wir hassen es gleichermaßen irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch manchmal. Insbesondere wenn wir an den Challenge-Modus denken. Aber das hier könnte nochmal ähnlich werden, glaube ich. Und genau so war es ja im Endeffekt wohl auch von den Entwicklern geplant. Ich meine, klar, warum hätten sie nochmal ein Spiel entwickeln sollen oder ein Spiel machen sollen, was so vom Schwierigkeitsgrad und vom Umfang her, na gut, vom Umfang her weiß ich nicht, ja doch, vom Umfang her, klar, die Level hier sind ja eindeutig kürzer. Also warum hätten sie nochmal ein Spiel machen sollen, das von der Schwierigkeit und dem Umfang her absolut identisch gewesen wäre? Also das wäre fast schon blödsinnig gewesen. Wow, okay. Zumindest haben wir jetzt alle drei Sternenmedaillen. Was? Luigi, du denkst dir manche Sprünge hier irgendwie aus, habe ich das Gefühl. Also so, wie er sich hier so durch die Gegend bewegt, so will ich das eigentlich absolut nicht haben. So, Moment, wie will ich jetzt hin? Schnu. Er strampelt in der Luft noch mit seinen Beinen. Das kennen wir irgendwie aus Super Mario Bros. 2. Da war er ja... Oh! Wenn wir die Boss-Tür gehen, bekommen wir extra Zeit dazu. Das ist nett. Ja gut, klar. So, bum bum. Komm her, hast du neue Tricks drauf oder so? Ich hoffe nicht, ich denke nicht. Soll ich eigentlich wieder fair zu den Endgegnern sein? Also was heißt wieder? In meinem ganzen Let's Play zu New Super Mario Bros. U war ich nicht fair zu den Endgegnern. Aber nicht so das Bedürfnis, fair zu ihnen zu sein. Mir wurde damals immer vorgeworfen, hey, du machst es zu schnell und zu lame. Lass die Endgegner sich doch mal wehren und so. Warum denn? Das verstehe ich immer nicht, diesen Gedanken dahinter. Wenn das Spiel es nun mal so zulässt, im Miiverse kannst du dein Spielerlebnis und Gedanken mit anderen Spielern teilen. Du kannst zum Beispiel... Ach, das ist ja lustig. Möchtest du im Miiverse... Ja, ja. Im Miiverse posten... Jojo, Anzeige der Beiträge von allen Nutzern ohne Spoiler. Okay. Muss dessen Ersteinrichtung... Blub. Speichern beendet... Ja, zum nächsten Mal wird's aktiv. Eichenhain 3, Maulwurfjagd am Yoshi-Hügel. Ob wir einen ganz normalen grünen Yoshi bekommen hier? Maulwurfjagd. Ich jag einen Maulwurf. Ich jag keinen Maulwurf. Maulwurf? Mauli. Mauli der Maulwurf. Das ist ein sehr schöner Name. Gefällt mir viel besser als Monty. So, dupdupdupdu, dich habe ich besiegt. Hier oben ist nichts, hier ist vielleicht etwas. Ah, mein Yoshi des Glücks. Genau dich wollte ich haben, denn nur mit dir, Yoshi des Glücks, kann ich irgendwie ganz froh und glücklich sein, indem ich zum Beispiel hier nach oben gehe und nur Münzen finde. Okay. Kurios. Dabei kann der Level doch gar nicht so lang sein. Hätte ich in die Röhre dort links gehen sollen, hätte ich irgendwie... Nein. Sollte ich irgendwie... Ja, das war gut. Okay. Zweite Sternmedaille und... was? Aha.
Ja, Schnu, Schnu. Was? Schnu, Schnu, Schnu? Schnu, Schnu. Wollte sagen. Man kann ja von Yoshi noch abspringen. So, jetzt machen wir mal so. In der Hoffnung, dass hier irgendwas runterfällt. Aha. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war, dass ich ein paar Blocks so aktiviert habe. Wahrscheinlich war es nicht richtig. Büff. Wie jetzt? War wir nicht richtig? Wo hätte ich denn... Achso, nee, doch. Okay. Nur für normale Münzen. Sag mir das doch. Ich hätte irgendwo damit gerechnet, dass die Sternmedaille von oben runterfällt. Aber gut, okay, dann halt nicht. So, kleiner süßer grüner Schnups-Yoshi. Der jetzt viel dunkler erscheint als sonst. Du hast ein Level abgeschlossen, ohne Schaden zu nehmen. Fällt dir zu diesem Level ein Ausruf oder ein Leitspruch ein, den du gern im Miiverse posten würdest? Ach, nicht jetzt. Nein. Ist in Ordnung.